Der König und Fergie trösten einander auf eine Weise, wie es heute nicht viele andere Familienmitglieder tun würden. Wie sich herausstellte, haben sich der König und die Herzogin von York gegenseitig bei der Krebsdiagnose auf wunderbare Weise unterstützt. Laut Insidern der königlichen Familie tauschten König Charles und Sarah Ferguson rührende Briefe miteinander aus, nachdem sie die Nachricht über ihren jeweiligen Kampf gegen den Krebs erhalten hatten. Bei der 64-jährigen Ex-Frau von Prinz Andrew wurde ein Melanom diagnostiziert, bevor bei der 75-jährigen Monarchin ebenfalls eine Form von Krebs festgestellt wurde. An welcher Krebsart der König leidet, ist noch nicht bekannt. Der Mirror berichtet, dass die beiden sich nach der Diagnose in einer herzlichen Geste geschrieben hätten. Der Monarch begann diese Woche mit der Behandlung in einem Londoner Krankenhaus und soll seiner Prognose, völlig positiv, gegenüberstehen. Eine Quelle sagte, der König und Sarah haben einander unglaublich gern und jetzt haben sie sich durch einen Briefwechsel über ihre jeweilige Krebsdiagnose geeinigt. Krebs ist eine schlimme Krankheit, die so viele Menschen und ihre Familien betrifft, und es ist klar, dass zusätzliche Unterstützung von Angehörigen und der erweiterten Krebsgemeinschaft unermesslich helfen kann. Mittlerweile wird behauptet, dass der König seit seiner Diagnose mehr Zeit mit Prinzessin Beatrice und ihrem Ehemann verbracht habe als mit Prinz Harry. Der Herzog von Sussex kehrte aus Kalifornien nach Großbritannien zurück, um seinen kranken Vater zu besuchen, verbrachte aber Berichten zufolge nur 30 bis 45 Minuten mit ihm.